Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Spannungen nach Absturz einer US-Drohne über dem Schwarzen Meer. Der in Washington einbestellte Botschafter Russlands, Antonov, sprach von Provokation. Er sagte, es gebe keinen Grund für das US-Militär, sich nahe der russischen Grenzen aufzuhalten. Die USA werfen Moskau vor, die Drohne im internationalen Luftraum bedrängt und daraufhin mit ihr zusammengestoßen zu sein. Erneut Streiktag gegen Rentenreform in Frankreich. Landesweit haben Gewerkschaften zu Protestveranstaltungen aufgerufen. Die geplante Reform sieht unter anderem vor, das Renteneintrittsalter von 62 auf 64 Jahre anzuheben. Heute soll der Vermittlungsausschuss aus beiden Parlamentskammern über einen möglichen Kompromiss beraten. Streit über Wahlrechtsreform. Die Bundestagsfraktionen von SPD, Grünen und FDP wollen trotz Kritik der Opposition an ihrer geplanten Verkleinerung des Bundestages festhalten. Die FDP verteidigte das Vorhaben als fair, verfassungsfest und dringend notwendig. Union und Linke wollen vor dem Bundesverfassungsgericht klagen. Habeck und Özdemir setzen Südamerika-Reise in Kolumbien fort. In der Hauptstadt Bogotá wollen die beiden Minister Gespräche über den Export von grünem Wasserstoff nach Deutschland führen. Derzeit bezieht Deutschland mehr Kohle denn je aus Kolumbien, um den Ausfall von Einfuhren aus Russland auszugleichen. Wiener Polizei in Alarmbereitschaft. Im Stadtgebiet sind viele Einsatzkräfte unterwegs, auch Antiterroreinheiten. Es gebe Hinweise, dass ein islamistisch motivierter Anschlag geplant sei, teilten die Behörden mit. Vor allem kirchliche Einrichtungen seien gefährdet. Die Polizei sprach von vorsorglichen Maßnahmen. Und das Wetter, heute Sonne, Wolken und mitunter Schneeschauer oder Regen. Gegen Abend von Westen her freundlicher bei Höchstwerten von 1 bis 11 Grad.